haben wir die angehalten und haben gesagt, ja, hier, wir Polizei, Steuerfahndung, das, dies, das Gold ist beschlagnahmt. Während der Kontrolle sagt er, ja, Kollegen, was ist denn los? Von wo seid ihr? Wer seid ihr? Und so, ne? Ich bin dann in den Goldtransporter eingestiegen, hab den gefahren. Sogar ehrlich gesagt haben wir gedacht, das ist noch mehr. Da gab's Ringe, da gab's Schmuck, Uhren, alles. Alles, was Gold ist, haben die da reingetan. So Leute, herzlich willkommen zu Deutschlands resozialisierendste Küche. Heute mit dabei Shamsuddin, a.k.a. Sammy von AON. Wie geht's dir, mein Bruder? Mir geht's super. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier sein zu dürfen, wirklich. Also ich freue mich, dass du hier bist. Ich hoffe, wir können dir heute einige... ich hoffe, dass du uns heute einige Fragen beantworten kannst. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich bin da sehr gespannt darüber. Sammy ist ein langjähriger Freund auch von den Onkel Khatar. Richtig, ja. Richtig, ihr habt die ein oder andere wilde Sache miteinander unternommen. Ja. Und dann würde ich vorschlagen, kommen wir auch direkt zum Gericht oder verraten wir den Leuten, was wir machen. Du kommst aus dem Palästin. Richtig. Ja, und da ist ja Maghloube auch sehr, sehr beliebt. Ja. Vor Mensaf oder nach Mensaf? Nee, eigentlich vor Mensaf. Nee, Mensaf ist ja mehr jordanische Essen, ne? Ja. Mensaf ist jordanische Spezialität. Maghloube ist eher mehr so die palästinensische Haupt... Okay. Maghloube bedeutet übersetzt ins Deutsche umgekippt. Umgedreht, ja. Und wieso, erfährt ihr dann gleich nochmal. Auf jeden Fall besteht das aus Aubergine und Möhre. Dann habe ich hier gekochtes Hähnchenfleisch von Josefs Bio schon. Habe ich vorhin schon zubereitet. Dann habe ich Reis, was später nochmal mit der Hühnerbrühe hier aufgekocht wird. Dann habe ich Kapselgewürz, das besteht aus Kardamom, Nelke, Pfeffer, Kumin und noch zwei, drei tolle Gewürze. Das ist eine orientalische Gewürzmischung. Ja, und das Ganze wird dekoriert mit Cashew und Mandelsplitter. Ich würde vorschlagen, wie fit bist du in der Küche? Schon, doch. Jetzt nicht so fit, aber... Okay, dann die Auberginen sind schon gewaschen. Okay. Ich möchte dich bitten, die so in daumendicke Scheiben zu schneiden, so längst. Okay. Ja? Ja, okay. Kriegst du hin, ja? Ja, immer komm, nur in Längen, ne? In der Länge, genau. Okay. Und, komm, ich laber nicht. Komm. Ja. Linkshändler bist du? Ja. Hatte das einen Grund gehabt? Oder? Nee, irgendwie schon, echt schon. Nein, okay. Linkshändler sind ja immer auch so talentierte Menschen, sagt man. Ja? Ja. Bruder, ich kann mich erinnern, ich habe damals so Schläge bekommen, in der Schule sogar und zu Hause, immer wenn ich mit links gegessen habe. Okay, glaube ich. Wo bist du aufgewachsen? Wo bist du zur Schule gegangen? Ich bin auf eine arabische Schule gegangen. Ich war 10 Jahre lang auf eine libysche Schule. Hier in Deutschland? In Bonn, ja. Ah. Ich habe quasi bis zu meinem 10. Lebensjahr, also bis auch zu meiner 10. Klasse, meine ich, nicht 10. Lebensjahr, die arabische Schule besucht. In Bonn? Ja. Eine libysche arabische Schule? Richtig. Hör ich zum ersten Mal? Ja. Wie kamst du denn da hin? Wie kommst du, dass du auf der Schule warst? Mein Vater wollte das unbedingt. Ja. Ich habe da auch halt dann sehr gut quasi Arabisch in Wort und Schrift gelernt. Mhm. Und Na, Habibi, das war jetzt falsch. Nee? Nein, das war falsch. Okay, kein Problem. Wieso? Ich brauche die nur so? In solche Scheiben. Ah, okay. Habibi, diese jetzt. Nein. Das war's? Ich mach nur einmal vor, ja? Abu Saini. Okay. Bruder, so haben wir doch mehr davon. Wovon? Von diesen mehreren Stück. Ach so. Nein, wir machen doch Maghloube, Habibi. Okay. So. Okay, erzähl mal. Bis zur 10. Klasse ging es auf diese libysche Schule? Ja, genau. Und als mein Vater verstarb, Allah ilhamu, bin ich dann selber auf eine deutsche Schule gewechselt. Nach der 10. Klasse? Genau. Ja. Dann musste ich aber, hast du gemacht? Wolltest du Abitur machen? Ja. Das Problem ist aber, ich habe das ja alles in Arabisch gelernt. Ne? Gab es da kein Deutsch? Nee, da gab es kein Deutsch. Ja. Und das war für mich sehr schwierig, weil ich dann, als ich auf die deutsche Schule gewechselt habe, nicht lesen und schreiben konnte. Ne? Glaube ich. Und dann hätte ich eigentlich mit meinem Abschluss ins Gymnasium gehen können, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich ja nicht lesen und schreiben kann. Ja, du hast, das verstehe ich nicht, das ist wirklich krass, ne? Ja, das war für mich sehr schlimm. Du hast ja 10 Jahre Schule gemacht, ohne einmal deutsche Wort und Schrift, ganz sag genau, ich mal, zu lernen. Ich konnte gar nicht lesen, noch nicht mal richtig reden, ne? Das ist eine krasse Story, ne? Ja, und dann bin ich direkt auf die Hauptschule gewechselt, bin ich freiwillig auf die Hauptschule gegangen, weil all meine Freunde da waren. Ja. Bin dann wieder zurück in die 9. gegangen. Ja. Und hab da die 9. und 10. Klasse gemacht, aber hab dann natürlich den Abgangszeugnis bekommen. Weil ich ja ohne Abschluss. Kaum die Sprache beherrschen konnte. Ja. Und dann blieb mir nur noch eine Möglichkeit, eine Wahl. Bin dann auf eine Privatschule gegangen.
Wie alt warst du denn da? Ich war da 15, 16 so. Nee, warte mal, Habibi. Wenn du mit 10. Klasse, musstest du schon 15, 16 gewesen sein. Genau. Ja, dann warst du noch mal auf der Hauptschule. Genau. Dann war noch mal 2 Jahre, warst du schon 17, 18. Ja, so 17. Müsstest du 17, 18 gewesen sein. Ja, ja, weil die, ja, in der arabischen Schule ist so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht warum, aber ich bin, glaube ich, schon mit 6 eingeschult worden. Ja, ja. Das bin ich aber auch, ja, weil die meisten werden mit 6 eingeschult. Ja, ist das ja, so? Ja, ja. Und dann auf jeden Fall, ja, wo sind wir jetzt? Genau, dann bin ich auf die Privatschule gegangen auf jeden Fall. Ja, mit 18, 19, 17, 18. Genau. Ja. Und hab da halt dann den Hauptschulabschluss gemacht, ja, Realschulabschluss und hab dann den Realschulabschluss nochmal freiwillig wiederholt, damit ich mich fürs Gymnasium qualifiziere. Und bin dann ins Gymnasium gegangen, habe da Fachabitur gemacht und dann habe ich irgendwann mal mit der Musik angefangen und dachte, okay, warte, ich bin warte, R. Kelly. Nicht so schnell, nicht so schnell. Du bist eine Tacken, hey, du bist ein Tacken zu schnell. Schule. Was hattest du für Träume und für Ziele gehabt, während du die Schule gemacht hast? Du warst auf der arabischen Schule. Ja. Du hast ja kein Deutsch gelernt. Richtig. Hast einen guten Abschluss gehabt, aber in arabischer Form. Genau. Ja. Was waren da deine Träume zu dem Zeitpunkt? Ganz ehrlich? Ja, bitte. Ich wollte schon immer Musiker werden. Ja. Ich schwöre es dir, ich wollte immer Musiker werden und Schauspieler. Aber mein Vater wollte natürlich, dass ich, keine Ahnung, was für Musik? Astronaut werde oder so. Ja, ja. Oberarzt oder irgendwie sowas. Darf ich fragen, was dein Papa vom Beruf war? Der war Mohandes. Mohandes, ja. Diplomat. Ja, genau. Aber dann in Deutschland, ist er dann nach Deutschland gekommen, hat dann einfach nur Fabrikarbeit bekommen. Ja. War quasi dann nur Fabrikarbeiter. Hat in der Fabrik gearbeitet. Oh, und du wolltest schon immer Musiker werden? Tatsächlich, Bruder, ja. Keinen anderen Beruf? Nee, nee. Okay. Ich habe in der Kindheit wirklich... Warum wolltest du dann für Musiker, ich nehme mir jetzt mal so frech, da braucht man ja auch nicht den besten Abschluss. Ja, ich weiß. Aber man braucht auch gar keinen Abschluss. Ich hab's irgendwann mal einfach wirklich nur für mich gemacht. So. Schön. Ich habe irgendwann mal, habe ich dann begriffen, so, dass ich gar keinen Abschluss hatte. Ne? Mhm. Ich habe einfach ein Abgangszeugnis und dachte mir, ey, Alter, du bist doch nicht blöd oder so, ne? Also, bist doch nicht dumm, dass du jetzt gar keinen Abschluss hast oder so. Yeah. Mach doch mal wenigstens einen Abschluss. Und dann habe ich das gemacht. Und das ist eigentlich echt nicht so schwer. Ne? Wir haben immer gedacht, Schule ist abgefuckt oder es ist schwierig oder sonst was. Aber das war wirklich nicht so der Fall. Also, wenn man echt einfach in der Schule aufpasst und einfach nur mitmacht und so, dann kriegt man das hin. Also, ich hätte jetzt auch wirklich, absolut, will nicht rumprollen, aber ich hätte auch Abitur machen können, studieren können oder sonst was. Wenn man das ja auch will, ne, dann kriegt man das auch hin. Ich hatte das bei meinem letzten Gast schon gehabt. Heutzutage, die Schüler, die nehmen das auch nicht mehr so ernst. Ja. Ja, die wissen, auch die meisten denken, ja, ich gehe zur Schule, weil ich hingehen muss. Ja. Aber die wissen auch nicht, was sie sich dadurch verbocken. Ja. Ja, ja. Wie du gerade gesagt hast, wenn man nur ein bisschen aufpasst, ja, kriegt man schon viel mit und man kann dadurch was erreichen. Genau. Nur der Wille zählt, ja? Genau. Und den muss man haben. Und den hast du auch gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe einfach, das war für mich, wie gesagt. Und Bildung ist einfach, es ist Macht. Wissen ist Macht. Ne? Absolut. Wenn man das hat, warum nicht? Ja, es ist nur eine Entwicklung für dich selber einfach nur. Ne? Genau, eine richtig. Lehre. Gut deswegen gesagt. Einmal, ich mach nur hier den Lehrplan. Geil, diese Dingens auch noch, wie bei uns in den Ländern. Ne? Ja, Mann, ja, Mann. Das sind doch die Besten, ne? Das fühlt man, das fühlt man. Ja. Aber bei uns müssen wir noch selber mit Feuerzeug machen. Ja, gibt's nicht oder mit Streichholz. Also die Pfanne lassen wir jetzt einmal schön warm werden, ja? In der Zeit, während sie warm wird, müssen wir den Reis einmal waschen. Ehrlich, Bruder, wenn ich das machen könnte, ich wäre nur zu Hause geblieben, hätte nur gegessen. Du gehst heute mit einer Ausbildung nach Hause. Nein, Lube ist wirklich, das ist... Geiles Zeug. Das? Ey, das, wenn ihr das isst, ist vorbei. Ist vorbei. Melube. Der Name ist auch so geil, der gefällt mir. Ja, Mann. Der Name ist wirklich geil. Melube, hast einfach umgedreht. So, ich weiche jetzt den Reis hier in kochendes Wasser ein. Ich habe den vorher 3-4 Mal gewaschen. Und jetzt kommt hier so ein Teelöffel Kapselgewürz rein. Riecht schon lecker. Genau. Warst dann nochmal noch mal auf der Hauptschule, hast die deutsche Sprache in Wort und Schrift gelernt? Genau. Richtig? Was kam danach? Ja, dann hast du irgendwas gearbeitet nach der Schule? Boah, ich habe 1000 Jobs gehabt, wirklich. Ich ja, habe so viel gearbeitet. Ausbildung? Hast du eine Ausbildung gemacht? Ausbildung habe ich nicht, tatsächlich nicht, nein. Ausbildung hast du nicht gemacht? Habe ich nicht gemacht, ne. Okay. Was hast du gemacht so? Ich habe einfach nur so hier und da mal einfach gejobbt und gearbeitet. Ja. Yeah. Um halt ein bisschen Geld zu verdienen, um Geld nach Hause zu bringen. Ja. Yeah. Ich weiß noch, ich habe sehr oft mit Jiva zusammengearbeitet, mit Khatar. Was habt ihr gemacht? Wir haben zum Beispiel im Hotel gearbeitet. Khatar hat auch im Hotel gearbeitet? Ja, ja.
Wir haben im Hotel gearbeitet, wir haben in Fischfabrik gearbeitet. Was habt ihr da genau gemacht im Hotel? Halt so, Bedienung, ne? Vielmehr so einfach gekellnert quasi. Ah, also schön. Immer wenn so Festival, also irgendwelche Weihnachtsfeier oder sonst was, waren wir diejenigen, die dann halt da rumgelaufen sind und möchten Sie noch einen Platz? Darf ich Ihnen noch was anbieten? Ja, ja. Und das haben wir auch ungefähr, ich glaube, ein Jahr gemacht. Ja. Sehr lange haben wir in Fischfabrik gearbeitet, Bruder. Boah, Fischfabrik war Katastrophe, ja, ja. Das war zwar gutes Geld, wir haben gut Geld verdient damals, ne? Mhm. Weil wir immer nachts gearbeitet haben und nachts gab dann immer so einen extra Zuschuss und weil es halt dann natürlich auch immer so kalt und so. Hast du auf der Arbeit, also zu der Schulzeit kanntest du da auch Hatta oder seid ihr in der gleichen? Ja, ja, ja. Ich kann, seid ihr in der gleichen Gegend aufgewachsen? Ja, ja. Ah, okay. Also Hatta kenne ich schon wirklich jetzt seit, seit meinem 12. Lebensjahr. Ah, okay. Ja, ja, ja. Und okay, dann hast du mehrere Jobs nebenbei gehabt oder nach der Schule genau. Hast du mehrere Jobs gehabt, nichts genau. Festes. Genau. Hatta hast du auch hin und wieder mal mit genau. auf der Arbeit gehabt und genau. getroffen. Ja, wir haben okay. viel zusammen gearbeitet und dann, mhm. ja, wie gesagt, irgendwann mal haben wir dann einfach angefangen Musik zu machen. Ihr beide ja, gemeinsam. Ja, wir haben einfach so, kennst du das, damals gab es diese Fruity Loops, so ein Programm. Computer, keine Ahnung, da konntest du so Beats machen. Ja, ja, so, kenn ich, Fruity Loops, klar. Da haben wir dann so Beats gemacht. Und dann haben dann normal mit diesem Headset aufgenommen. Wir hatten noch nicht mal ein Mikrofon, wir hatten diese Headset. Ja. Haben wir damit aufgenommen und das haben wir dann so einfach nur an unseren Leuten verteilt. So, weißt du, Kassetten aufgenommen und einfach nur an den Jungs bei uns in der Gegend verteilt. Und dann hat sich das irgendwie so verbreitet. Dann hat der das auch aufgenommen, dann hat der das auch bekommen. Krass, dass ihr das auch in Bonn so gemacht habt. Ich kenne solche Stories eigentlich nur aus Berlin hauptsächlich. Ja? Ja, ja. Und dann hat sich das ja verbreitet und die Leute haben das gefeiert. Irgendwann mal steht dann zum Beispiel vor McDonald's oder so und die Leute hören unsere Musik. So. Und ich denke mir, ey, geil, wie geil ist das denn? Ja. Die hören unsere Musik. Dann war ich auch noch, kann ich mich bis heute erinnern, waren wir feiern und die haben da tatsächlich unsere Musik laufen lassen. Ja? Yeah. Ja, ja. Was war das für ein Gefühl? Ich dachte mir, boah, wie geil ist das denn? Und dann haben wir ja ein bisschen professioneller gemacht, mehr gemacht. Haben wir dann irgendwann mal von unserer eigenen Tasche ein Video ja. gemacht, damals. Also alles selber finanziert ja, und ja. so. Mhm. Bei LB Films damals, Los Banditos. Los Banditos, ja, ja. Was für ein Song war das? Das war damals Ich will nicht weg. Ja. Oder Paragraph 31 Paragraph haben wir bei denen gemacht. Und das allererste Video war dieses Snippet. Was labert ihr von oder keiner kennt dieses Video. Ja. Das war so ein Snippet. Und das haben wir dann rausgehauen und das haben die Leute so krass gefeiert, ne, Charu? Das haben die so krass gefeiert, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt ein Album machen. Dann haben wir ein Album gemacht und ja, das lief dann durch die Decke. Und das war das gleichnamige Album wie, wie das heutige Label Alles oder Nichts? Genau. Ganz genau, ja. Okay, wunderbar. Alles oder nix. Okay, das Album kam auch musikalisch wirklich gut an. Ja, ja. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich, damals sogar Platz 1 bei den Albumcharts. Ja, ja. Nee, das war irgendein, da gab es also mehrere Charts, keine Ahnung, was das... Hip-Hop-Charts. Ja, nee, das war bei den, was war das jetzt? Welche war das? Auf jeden Fall ist das durch die Decke gegangen und dann waren wir tatsächlich auf Platz 1 mit ja. dem Album. Ja, ja. Glückwunsch. Kam auch echt gut an. Okay. Und ja, so ging das dann weiter. Also ihr habt beide nicht nur gemeinsam gearbeitet? Ja. Ja, also ihr wart nicht beide nur gemeinsam tüchtig oder fleißig, auf halale Art. Ihr habt nochmal beide Scheiße gebaut. Genau. Und meine Frage, du bist jetzt heute hier. Ich würde gern diese Story, der spektakuläre Goldraub von Hatta, AON, Alles oder Nichts mit Sammy und die Gang, will ich gerne mit deinen Worten aus deiner Sicht hören. Puh. Okay. Wie ist das dazu gekommen, von der Planung bis zur Umsetzung? Hau mal raus. Warum? Was hat euch als erstes dazu verleitet, dieses Ding durchzuziehen? Okay, angefangen hat es eigentlich, der Khatari hat ja einen Riesenfehler gemacht, gehabt. Ja. Und zwar hat er eine Flüssigkeit kippen lassen, beziehungsweise kaputt gemacht, was er aus Versehen hat fallen lassen. Was extrem teuer war, fast eine Viertelmillion. War der nicht versichert? Nein, nein, war da nicht versichert. Okay. Und wir mussten das Geld irgendwie ganz schnell auftreiben. Und wir hatten ja aber auch schon vorher diesen Tipp gehabt mit dem Goldrock, weißt du? Wir hatten schon vorher mal davon also gehört. Also, ihr hattet gehabt. Vorher, ganz kurz, ich fasse das einmal kurz zusammen, ihr hattet vorher schon mal einen Tipp gehabt. Genau. Da kann man Gold holen. Genau.
Ja, und zeitgleich, ja, während ihr das schon im Kopf hattet, hat der G ist dein Onkel, was passiert? Genau, der hat dann dieses Problem, der ruft mich an, ey, Shams, Bruder, ich habe einen riesen Fehler gemacht, ich habe Scheiße gebaut, ich habe dies und das war auch wirklich ein riesen Fehler, weil wir halt dann diesen Leuten Geld schulden. Was waren das für Leute? Waren das auch Leute aus dem Milieu? Ja, oder? Das waren richtig schlimme Leute, Bruder. Ja. Yeah. Ja, ja. Und den mussten wir dann halt an dem Tag, also bei denen ist so, an dem Tag ist dann auch Zahltag, ne? Da kann man denen auch nicht sagen, kann man das nochmal vielleicht um eine Woche verlängern oder um einen Monat. Ja. Bei denen gibt es kein Verständnis. An dem Tag musst du dann auch das Geld auf den Tisch legen, sonst gibt es Probleme so, ne? Okay, Flüssigkeit dann, umgekippt. Genau. Dann Vater steckt in der Patsche. Ja, der ruft mich an, erzählt mir diese Story und ich habe denen dann gesagt, ja okay, die einzige Rettung wäre halt diese Goldgeschichte da, ne? Euer Ding, was ich schon vorher genau, geplant habe. Genau. Und ja. Dann mussten wir das machen. Dann waren wir irgendwo auch ein bisschen gezwungen, das zu machen, so, ne? Mhm. Damit wir auch das Geld reinbringen, damit er das auch den Leuten an dem bestimmten Tag auf den Tisch legen kann. Und wie lange war das, was für ein Zeitraum? Also das Ding ist gerade umgekippt. Was haben die euch gesagt? Ja, wir hatten, glaube ich, vielleicht 2 Wochen oder so. Oh, das ist aber eine Föflich von denen, ne? Ja, ja. Und das war auch eine prächtige Summe. Deswegen haben wir es dann auch irgendwie ganz schnell geplant. Oder wir haben das geplant. In ein paar Tagen haben wir das alles geplant. Und haben es gemacht. Wir haben es ein paar Mal so unter uns, haben wir das geprobt, geübt. Was heißt geprobt? Ja, wir haben so geprobt. Wir haben auf dann GTA, also, auf ja, schon. Nein, wir haben selber die Sachen zum Beispiel auch anprobiert, wer was macht, der eine steigt im Auto, der eine macht dies, der eine hat diese Rolle, der eine hat das. Haben wir das so ein paar Mal da, aber ich wollte sagen, kennst du das? Vielleicht kennst du das aber auch wirklich. Erzähl. Es läuft dann nie so nach Plan, ne? Ja, ja, absolut. Nichts ist nach Plan gelaufen. Alles ging außer nach hinten. Außer bei A-Team. Da hat er immer gesagt, ich liebe es jetzt. Bei uns ging das voll nach hinten los. Aber es hat irgendwie doch noch funktioniert und dann, ja. Ja, warte. Das geht ein bisschen zu schnell. Also, ihr habt es geplant, ihr seid da hingegangen. Was für ein Typ, was für ein Laden war das? Wie muss ich mir das vorstellen? Guck mal, war das ein Juwelier? War das ein Zentralbank? Das war ein Goldhändler. Okay. Ja, das war ein Goldhändler. Ja. Der hat, dieses Gold, was er dann halt transportiert hat, wollte er in den wie heißt das, wo die das Gold schmelzen oder wie heißt das? Goldschmiede schmelzen. Goldschmiede, ne? Weiß ich nicht. Heißt das so? Ja, wo die Goldschmiede. Genau. Ja. Und auf dem Weg dahin haben wir die dann quasi angehalten. Abgefangen, genau. Als Polizisten. Verdeckte Ermittler. Genau, von der Steuerfahne haben wir gesagt, wir sind auch von der Steuerfahne. Welche Rolle hattest du gehabt? Ich hatte den Polizisten. Ja. Und Khatar? Der hatte tatsächlich auch den Polizisten. Ja, ja. Okay. Ihr habt den Tag geplant. Ihr seid dahin, also, war das morgens? Wann bist du aufgestanden? Wie bist du aufgestanden? Habt ihr das abends geplant? Nein, wir haben das, wie gesagt, Tage vorher geplant gehabt. Und dann an dem Tag, also Tattag, weiß ich noch, ich glaube um 6 Uhr morgens war Treffpunkt, hat der Jiva mich angerufen, geguckt, vergewissert, ob ich aufstehe, ob ich wach bin. Ich meinte, ja klar, ich bin wach, hat er mich abgeholt. Wir hatten dann alles organisiert gehabt, also Autos und alles, die Leute, die dann halt dabei waren. Und sind dann losgefahren, haben wir uns getroffen um 6 Uhr morgens. Ich glaube 7 Uhr sind wir dann, um 7 sind wir dann losgefahren Richtung Nürnberg, weil das da war, also dieser Goldhändler. Und dann haben wir den da quasi observiert, gewartet, bis er rausfährt mit dem ganzen Gold. Wir haben den ja beobachtet, geguckt, wie der ganze Gold rausbringt in den Transporter. Und dann haben wir den auf dem Weg zur Schmiede abgefangen. Ja. Als Polizisten halt, ne? Okay. Haben wir die angehalten, haben wir ein Blaulicht. Ja. Noch so ein, diesen digitalen Dingens. Bitte folgen. Polizei, bitte folgen, ne? Haben wir die angehalten und haben gesagt, ja, hier, wir Polizei. Steuerfahndung, das Gold ist beschlagnahmt. Wie viele Mann wart ihr? Waren 4. 4 Mann? Ja. Mit wie vielen Autos? Mit 2 Autos. Mit 2 Autos, okay. Genau. Angehalten, dann habt ihr gesagt, ihr seid von der Steuerfahndung oder von der Polizei. Genau, das Gold ist beschlagnahmt, zeigen wir die Papiere und hin und her. Ne? Ja. Und das Problem ist, Bruder, der Jima redet mit dem noch auf Kölsch, so, weißt du, also auf die Kölsche Art, anstatt den bayerischen Dialekt. Ja, das war auch voll auffällig. Ne? Ja. Und dann das Schlimmste, was auch noch passiert, während der Kontrolle kommt wirklich ein Sixpack auch noch. Wie ein Sixpack? Ein Polizeiauto. Ja. Ja. Hey, Kollege, braucht ihr Hilfe? Und der Jima redet wieder mit denen auf Köln. Nee, es ist alles gut hier. Kannst du ruhig weiterfahren.
Und sie stinkt, oh, ich stinke die ganze Zeit. Ey, hau doch ab, hau einfach irgendwie ab. Gino, wir müssen abhauen. Und die bleiben stehen, die gucken. Aber anscheinend, guck mal, das kam dann vor Gericht raus. Haben wir aber alles zufällig richtig gemacht, so dass die Polizisten, die da vorbeigefahren sind, gesehen haben, es läuft alles genau so, wie es eigentlich bei einer Polizeikontrolle laufen muss. Deswegen haben die uns auch gelassen und sind weitergefahren. Also es sah alles ordnungsgemäß genau, aus. Genau. Und die sind dann selber auch dann vor Gericht, sind die als Zeuge eingeladen worden, die Polizeibeamte. Und dann haben den Richter auch gesagt und dem Staatsanwalt. Ganz kurz, nicht wieder beim Gericht, was der Richter und Staatsanwaltschaft gesagt hat. So kommen wir vielleicht gleich. Also, der Polizeiwagen ist vorbeigekommen. Ey, Kollegen, was macht ihr da? Genau. Braucht ihr Hilfe? Ja. Hat die gesagt, nein, danke, Kollegen. Wir kommen damit schon klar. Wünsche euch einen schönen Tag. Die sind weggefahren. Genau. Weiter? Ja, und dann haben wir die Kontrolle weitergeführt. Und die haben das auch nicht verstanden. Die sagen, was ist denn los? Das ist doch immer alles wie sonst immer. Und zufällig sogar einer von den Fahrern, der war ja auch Polizist. Der war Polizist, da war ein Polizist noch mit dabei. Bei euch in der Gang? Ja. Nee, bei dem Transporter, den wir angehalten haben. Ja. Krass. Der war der Goldhändler, der Fahrer, der das fährt, mit einem Polizisten. Einen richtigen Polizisten, der von der Regierung angestellt wurde. Der zeigt auch noch den Polizeiausweis und alles. Sag, hey, Kollegen, was ist denn los? Von wo seid ihr? Wer seid ihr? Und so, ne? Ja. Und ich habe natürlich dann, Jiva hat das Reden, also hat das Reden übernommen. Ja. Boah, ich habe so eine Paranoia gehabt. Ne? Ich dachte, okay, jetzt ist vorbei. So, das ist ein Polizist. Man muss da cool bleiben. Ja, was willst du einem Polizisten erzählen? Was willst du ihm sagen? Ja. So, ne? Der Jiva hat das irgendwie hingekriegt, Bruder. Der Khatan hat das irgendwie hingekriegt. Der hat mit dem so geredet, der hat so eine Politik gemacht. Bla, bla, nee, hört auf, bla, bla, bla. Das Gold ist beschlagnahmt so. Jetzt aussteigen hier. Der sagt, wie, was ist los? Der sagt, ja, aussteigen. Und sie steigen aus und dann haben wir die in den Handschellen gelegt, ins Auto rein. Und das war eigentlich das einzige Schlimme, was die auch vor Gericht gesagt haben, dass wir den Handschellen angelegt haben. Freiheitsraum. Ja, genau. Mhm. Und dann haben wir das Gold beschlagnahmt. Ja. Also ich bin dann in den Goldtransporter eingestiegen, hab den gefahren und ein anderer Kollege ist dann mit den zwei... Okay, die zwei, also der Polizist, der Goldhändler, wurden abgeführt. Genau. Ja, mit einem Einwagen. Genau. Du hast den Transporter gecached, wo die ganze Kohle drin ist, oder wo das ganze Gold drin ist. Genau. Und bis in die andere Richtung. Genau. Okay. Und genau. Dann? Wo wir dann halt das zu unserem Wagen umgeladen haben. Und dann, an einen anderen Ort. Genau. Ja. Und dann haben wir den Wagen da stehen lassen und sind nach Hause gefahren, Bruder. Und die anderen, diese zwei... Was habt ihr mit denen gemacht? Die sind dann irgendwo im Wald. Wie im Wald? Haben wir haben die anderen die im Wald rausgelassen. Was haben, okay, ihr seid mit denen beide hinten auf dem Kofferraum, die beiden sind gefesselt. Ja. Dann seid ihr irgendwo zum Wald gefahren und gesagt, ihr seid wieder frei. Was haben die gemacht? Ich weiß nicht, Bruder, ich war nicht in dem Wagen. Ich bin nur das Gold gefahren. Ihr seid krass, Jungs. Die sind dann irgendwo rausgelassen worden, Bruder. Die haben die dann irgendwo rausgelassen. Ja. Und die haben dann irgendwie dann, sind glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, also wie ich das weiß, von der Verhandlung aus, die sind dann irgendwie zur Straße gelaufen, haben dann irgendwelche Autos angehalten, ja, damit die Polizei rufen und so weiter. Ich fange jetzt an, hier den Topf langsam zu füllen oder zu schichten, sag ich mal. Aha. Ja, du weißt ja, wie Maklube so ist. Wir haben jetzt hier die erste Schicht, die Möhren. Jetzt kommen die Auberginen an der Seite rein. So sieht das jetzt erstmal aus. Nach den Möhren und die Auberginen. Jetzt kommt das Hähnchenfleisch dazu. Ich weiß noch im Knast, wenn es Hähnchen gab, es gab... Da war das Schlägerei. Einmal im Monat oder noch nicht mal. Einmal alle drei Monate. Hähnchenkeule gab es nur die Keule. Und zu Weihnachten gab es ein halbes Hähnchen. Genau. Den man sogar, manchmal musste man den sogar kaufen, Bruder. Einmal gab es was war das? Weihnachten oder irgendwas war Sommerfest. Da, mussten wir das kaufen. Mhm. Auf jeden Fall immer, wenn es Hähnchen gab, dann haben alle geschrien, der Jan. Der Jan. Das war krass, wenn es Hähnchen gab, da sind Fäuste geflogen. Ja, Mann. So sieht das jetzt nochmal der nächste Step aus, nachdem wir das Hühnchen reingemacht haben. Und jetzt habe ich hier den Reis, der schon aufgeweicht worden ist. Der kommt jetzt hier rein. Dann haben wir hier die Hühnerbrühe. Das ist gut. Also wirklich, dass das Wasser, gerade wenn ihr seht, dass das so aufsteht, dürfte das reichen, weil das Gemüse verliert auch nochmal Flüssigkeit. Dann habe ich hier nochmal einen Teller, was das Ganze schwerer macht, damit so ein leichter Druck drauf ist. Dann muss das Ganze wirklich so 20, 25 Minuten lang köcheln. Die Kirschkerne, die kommen ganz am Ende, ne? Die kommen ganz am Ende, genau, richtig.
So, warte, ich mache nur einmal die Pfanne hier sauber, dann können wir das gleich weiter rösten. So, das Ganze lassen wir jetzt vor sich herköcheln, so 20, 25 Minuten lang. Ich werfe da immer wieder ein Auge drüber. Und jetzt habe ich hier schon wieder die Pfanne erhitzt. Ich habe hier Mandelsplitter. Und dann haben wir hier nochmal Cashewkerne naturbelassen. Und das Ganze rösten wir jetzt. Okay, kommen wir wieder zurück. So, ihr habt die beiden im Wald rausgelassen. Ja, genau. Du warst mit der Beute unterwegs. Genau. War dir zu diesem Zeitpunkt bewusst, was du da durch die Gegend fährst? Ja, ja, klar. Wie viel und den Wert? Ja, ja. Nein, Bruder, sogar ehrlich gesagt haben wir gedacht, es ist noch mehr. Ach so. Ja, als das, was eigentlich dann rausgekommen ist. Also wart ihr enttäuscht bei 1,7? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Ja. Okay. Ja. Wo bist du dann damit hingefahren? Ich habe das dann, wo habe ich das hingebracht? Genau, zum Wagen, wo ich halt den anderen Wagen quasi... Umgeladen? Genau. Okay, und dann? Hab das dann umgeladen, hab den Wagen da stehen lassen, also den Transporter. Mhm. Und bin dann damit Richtung Bonn wieder gefahren. Also mit dem Gold. Okay. Mit dem Wagen von mir und mit dem Gold. Und sind wir dann wieder zurückgefahren. Wie war denn die Fahrt von Nürnberg da unten bis nach Bonn mit der Beute? Ja, das war schlimm, Bruder, weil irgendwann gab es dann Hubschrauber und so. Und, ja, ja. Ja. Paranoia, ne? Genau, ja, Bruder. Aber ja, wir hatten ja vorher, wir haben ja vorher zum Beispiel auch den Wagen mit so Behördenkennzeichen draufgetan gehabt, weißt du? Dieser NRW. Genau, ja. Zum Beispiel nur, weil das ja in Nürnberg war, haben wir nur N genommen, ja. Ne? Und dann so halt vier Zahlen. Ja. Ne? So sind ja meistens diese Behördenkennzeichen. Ja. Die wir ja dann wieder dann umgetauscht haben mit den normalen Kennzeichen, weißt du? Und dann bin ich damit dann halt zurück nach Bonn gefahren. Bist du alleine damit nach Bonn gefahren oder wart ihr mit meinem Kollegen. Ja. Und Jiva war ja, also der Khatar war ja noch mit dem anderen Kollegen, die zwei, ja, wo die halt dann im Wald rausgelassen haben. Die waren so halt geteilt, ne? Die waren zu zweit, wir waren zu zweit. Ich bin dann mit deinem Kollege Richtung Bonn gefahren und Khatar hat dann die anderen zwei irgendwo rausgelassen und ist dann mit dem Richtung Bonn gefahren. Ja. Und dann habt ihr euch in Bonn wieder getroffen? Ja, ja, haben wir uns erst in Bonn getroffen. Und wie war's da? Boah, das war krass. Da, wo wir es geschafft haben, endlich weg von den ganzen Hubschrauber, wurde es durchgedreht. Ja. Endlich. Boah. Genau, also ihr habt euch dann in Bonn getroffen, Party gefeiert, heil angekommen, habt ihr gezählt, gewogen, was habt ihr gemacht? Was war das für ein Gold? Waren das Goldbarren, waren das Ketten? Das war alles Mögliche da drin. Da gab's Goldzähne, da gab's eine ganze Menge Goldzähne. Ne? Da gab's Ringe, da gab's Schmuck, Uhren, alles. Alles, was Gold ist, haben die da reingetan. Ja. Und zum halt Schmelzen oder wie die. Ja. Ne? Und dann, da war wirklich alles drin. Von Ringe, Schmuck bis Goldzähne bis was weiß ich was alles. Da war wirklich jede Menge Gold. Ja, ja. Und weiter? Habt ihr das dann geschmelzt oder was habt ihr damit gemacht? Wo habt ihr euch genau getroffen? Was? Wo ihr in Bonn wart? Wir haben uns in Bonn getroffen, Bruder. Am nächsten Tag erst? Nein, wir haben am selben Tag noch uns in Bonn getroffen. Ja, wo? Bei uns da in der Gegend, da wo Goldman wir halt Tower. Ja, nein, nicht da. Da gab es das. Da gab's ich weiß, noch keinen. Ich weiß. Da haben wir uns getroffen und seit da an kann ich mich an nichts mehr erinnern. Jetzt weiß ich nichts mehr. Ich hab echt keine Ahnung. Filmrisse. Wenn du wissen willst, wo das Gold ist, geh uns frag Khatar. Oder schreib's in die Kommentare. Ja, frag Khatar, schreib den alle an, der soll auch hier hinkommen. Ja, das sowieso. Ja. Das sowieso. Er hat ja die Zusage gemacht. Ja. Ich warte noch bis heute darauf, dass er endlich mal den Weg hier in die Küche findet. Ja, Bruder. Inshallah wird das mal kommen. Grüße gehen raus, Schema. Den kannst du dann fragen, Bruder. Der wird dann nur sagen, Schweigen ist Gold, aber vielleicht sagt er es. Du hast jetzt gerade einen Filmriss, was nach oder in Bonn passiert ist. Ja. Aber es gibt ja hin und wieder so die ein oder andere Schlagzeile oder Pressebericht, sag ich mal, dass ihr dann auf einmal in Irak und Moskau unterwegs wart. Was kannst du dazu sagen oder was sagen die Leute? Ja, irgendwann mal, Bruder, ich kann mich nur daran erinnern, dass sich das irgendwie voll rumgesprochen hat. Ne? Es hat dann irgendwie doch noch die Runde gemacht in Bonn. Die Jungs haben diesen Goldrop gemacht, die haben das gemacht. Wusste, da muss ja jemand davon gewusst haben. Ja, Bruder, das Problem ist, einer unserer Mittäter hat das seine Freundin erzählt gehabt, weißt du? Boah. Ja, und das war dann halt der Untergang von uns allen. Weil diese Freundin von ihm
hat das ihre beste Freundin erzählt. Und diese beste Freundin hat einen Freund. Und dieser Freund hat einen besten Freund, der auch eine Freundin hat. Und der Freund hat auch einen Freund. Und so weiter, genau. Und dann gab es ja eine 100.000 Euro Belohnung. Mhm. Da kannst du dir mal vorstellen, wie die ganzen Kanaken zu den Polizeibeamten, ich sag nie wieder Mobilen, zu der Polizei gelaufen ist, um zu sagen, was die halt wissen von uns. So, ne? Mhm. Und als ich das dann irgendwann mal mitbekommen habe, bin ich... Hast du Urlaub gemacht dann? Habe ich Urlaub gemacht, genau. Wo? Ich bin dann tatsächlich bin ich nach London geflogen, weil ich da den Khatal getroffen habe. Wir haben uns da getroffen. Rein zufällig. Und dann sind wir von London aus nach, nach Moskau geflogen. Ja, was gab's da? Gar nichts. Wolltest du einfach mal gucken? Ja, wir waren einfach in Moskau. Den roten einfach, Platz. Genau. Ja. Und in Moskau ist dann irgendwann mal nach einer Woche der Haftbefehl. Auf einmal sehen wir in den Nachrichten in Moskau, Bruder. In Moskau, in den Nachrichten läuft die ganze Zeit, diese Jungs von Deutschland werden gesucht. Goldraub hin und her. Und dann lassen die das Video laufen von diesem Platz ins Geschäft, wo wir diese Geldtransporter überfallen, ja, vom Video. Die Jungs sind in Moskau und die werden gesucht. Und dann sind wir irgendwann mal, ja, haben wir uns überlegt, geh mal nach Irak, weil in Irak gibt es keine Auslieferung. Keine Auslieferung, genau. Mhm. Dann haben wir es irgendwie so gedribbelt, dass wir noch schnell das Land verlassen können, weil wir hatten ja da schon einen internationalen Haftbefehl. Ne? Ja, ist ja nicht mal einfach. So genau, man kann ja nicht einfach durch den Flughafen gehen und mal irgendwo hinreisen. Aber wir haben es irgendwie so hingekriegt, dass wir es geschafft haben, nach Irak zu fliegen. Und im Irak sind wir dann nach, ich glaube 2-3 Wochen oder so, schon festgenommen worden vom irakischen Geheimdienst. Wie lange war der Überfall bis dahin her? Bis zur Festnahme, wie lange? Wie viel Zeit ist vergangen? Der Überfall war Dezember. Ja. Yeah. Sogar vorher. Und verhaftet wurden wir im Irak, boah, genau wie jetzt, so ungefähr am 15.2., also am 15. Februar. Genau. 2-3 Monate. 2010 dann. Ja, ja, 2-3 Monate. Genau. Da wurden wir dann festgenommen und dann saßen wir im Irak beim irakischen Geheimdienst. 3 Monate im Gefängnis. Wie war's da? Bombenstimmung, kann ich dir nur sagen. Ja. Ja, das war krass, Bruder. Das war krass. Für die Iraker auch. Das war genau krass. Du sagst, das war krass. Ich kann es mir auch so vorstellen. Ja, Bruder, ja. Weil die Iraker, Bruder, die hören 1,8 Millionen. Jeder will dich haben. Das ist für die 1,8 Milliarden. Ja, ja, jeder will dich haben. Und die wollen das haben, genau. Und die wollen wissen, wo ist das Gold, so, ne? Mhm. Und dann erklär mir einen Iraki, der den Job eh nur bekommen hat, durch seinen Vater, dass du nicht weißt, wovon er redet. Ne? Ja, und dann gab's Schläge? Ja, so, ja, richtig ekelhafte Methoden, Bruder. Wir haben zum Beispiel, ich kann mich erinnern, Bruder, ich habe Handschellen, weißt du, wie ich die bekommen habe, so. Ja. So, das sind so lange Handschellen, ne? Ja. Da kriegst du so Handschellen und dann kriegst du noch so einen Sack über den Kopf, damit du nicht siehst, wer dich schlägt. Dann musst du noch sowas so anziehen, wie so eine Unterhose, ziehst du an mit so einem Haken, Bruder, und der zieht dich dann so in die Luft, so, weißt du? Wie so ein Boxsack. Ja, ja. Ja, und dann hängst du da oben so mit so einem Dingens, Bruder, und dann kriegst du von da mal einen Tritt, von hier einen Elektroschocker, von da einen Eimer Wasser, einfach so einen Eimer Wasser kippen die. Ja. Nicht diese, wie heißt das? Die haben das nicht gemacht. Nicht einfach so, diese Schockeffekt einfach, weißt du? Du weißt, was war das denn jetzt? Warum kippt da Wasser auf dich? Weißt du? So, ich bin da wirklich psychisch krank geworden, Bruder. Mhm. Und dann kriegst du da Schläge, kriegst du da Elektroschocker und dann erklär ihm mal, dass du nicht weißt, wo das Gold ist. Und der fragt dich die ganze Zeit, wo ist das Gold? Weil die dachten, wir haben das im Irak. Mhm. Deponiert oder versteckt. Yeah. Ne? Weil Khatar und mein anderer Kollege mit so einer Tasche aus dem Flugzeug ausgestiegen sind und die haben die Tasche so getragen. Aber ich war doch in der Tasche. Nee. Ja, Bruder. Wie? Du warst in der Tasche? Ja, Bruder, ich bin mit der Tasche auch ganz ekelhaft. Ja, komm, erzähl mal, wie? Ihr seid von Moskau nach Irak gekommen. Genau. Und die sind am Flughafen? Genau. Ja, aber das war ein Privatjet, Bruder. Okay, ein Privatjet? Ja. Da gibt es noch Videoaufnahmen? Genau. Wie Khatar und der andere Kollege eine schwere Tasche schleppen. Und in der Tasche warst du drin? Genau, aber die haben gedacht, da ist anscheinend das Gold. Warum hast du dich nicht mit in den Flieger gesetzt? Oder ging nicht? Weil das nicht ging, Bruder. Ja? Das ging nicht. Wie war denn da der Flug?
Das war echt schlimm, ja. Boah, krass, ne? Das war schlimm, ja. Ja, okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das ehrlich gesagt noch so weiter sagen kann, wie, warum und alles. Auf jeden Fall ekelhafte Storys, Bruder. Und ich war da. Auf jeden Fall warst du dann in... Genau, ich war da drin. Und die haben gedacht... Wie heißt nochmal der irakische Knast? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, weißt du, wie das heißt? Habs al-Intikhabat. Intikhabat ist für Operationen, Geheimdienstoperationen. Deswegen, ja. Und die haben gedacht, auf jeden Fall, ja, zum Thema, dass wir das Gold irgendwo da versteckt haben. Deswegen haben die ganze Zeit gefragt, wo das Gold ist. Und ich hing da so wie so ein Boxsack in der Luft und krieg von hier und da Schläge. Wo war Hatta zu dem Zeitpunkt? Der auch, der war ja auch der in einem anderen Raum. Ja, der hat eine Zelle gehabt. Also wir haben, Bruder, diese Zelle. Ich weiß, kann mir denken. Ja, da ist da sitzt du Rücken an Rücken, ne? Ach so. Da kannst du dich nicht hinlegen. Da gibt es keinen Platz zum Hinlegen. Ja, ja. Da hast du mit deinem Kollege hinten Rücken an Rücken und du sitzt da so am Boden. Also zum Hinlegen gibt es keinen Platz, weil da sind ungefähr 45 Personen in der Zelle und das ist ein ganz kleiner Raum. Ne? Richtig ekelhaft, Bruder. Dreimal am Tag durftest du auf Toilette, morgens, mittags und abends. Mhm. Und da sitzen fast alles alte Leute, irgendwelche Peschmergas und so, weißt du, die sitzen da und die haben natürlich eine schwache Blase, pissen sich in die Hose, kacken sich in die Hose. Weißt du, und du siehst dann richtig so in deren Augen, die wären am liebsten tot, Bruder. Als diese scheiß Menschenunwürdige zu erleben gerade. Ja. Und das haben die dann halt so bei uns alle 4-5 Tage gemacht. Haben die uns mal so kurz rausgefischt. Einmal mich, dann haben die auch natürlich mal den Jiva rausgeholt, dann den anderen Kollegen. Wir waren zu dritt im Irak. Mhm. Auf jeden Fall, die sind dafür ausgegangen, dass das Gold in Irak ist. Genau. Weil die aufgenommen worden sind, dass sie eine schwere Tasche rausschleppen und du ganz in der Tasche drin warst. Und dann wurde richtig Druck ausgeübt. Genau. Tamam. Und ihr wart jetzt dann zu dritt im Irak. Und wo war der vierte Mann? Der war ja in Deutschland noch. Der war in Deutschland? Ja. Der wurde nicht festgenommen? Doch, der wurde in Deutschland festgenommen. Während ihr in Irak wart, wurde er schon festgenommen? Genau. Okay. Der war dann schon im Gefängnis. Der war da schon im Gefängnis, wo wir sogar schon in Moskau waren. Ah, okay. Als der Haftbefehl rauskam. Weißt du, da wurde der schon verhaftet, haben die den festgenommen. Ja, Bruder, auf jeden Fall haben die uns dann nach 3 Monaten Qual erst abgeholt. Weißt du? Nach 3 Monaten? Ja, ja. Wer hat euch abgeholt? Also die lieben deutschen Behörde, die Polizei. Okay. War das so eine Erleichterung, dass die deutsche... Schon irgendwo, Bruder, ehrlich gesagt schon. Ja? Aber irgendwo auch nicht so, ne? Warum irgendwo auch nicht? Ja, weil... Hättet ihr uns doch so, haben wir gedacht, gebt uns doch noch ein bisschen Zeit. Lasst mal die Anwälte erstmal alles klären, vielleicht klären die einen Deal mit dem Staatsanwalt oder sonst was, so, weißt du? Das haben wir ja erhofft am Anfang. Ja. Dass wir uns erstmal so lange, Bruder, wir können ja nicht die ganze Zeit auf Flucht bleiben, das geht gar nicht. Nein, das geht nicht. Wollten wir auch nicht. Dass die irgendwie einen Deal mit dem Staatsanwalt klären und dann wären wir auch zurückgekommen. Aber die haben uns da halt 3 Monate irgendwie, Gequält. Damit und dann kam die deutsche Rettung. Genau, haben die uns abgeholt. Ja, Bruder, das war hart. Wie wurdet ihr aus dem Land rausgeflogen? Das war schlimm, also, Bruder. Also du hast normal auf jeden Fall, denke ich mal, deinen eigenen Sitzplatz gehabt im Flugzeug. Ja, nee, Bruder, die haben tatsächlich sogar ein riesen Lufthansa-Flugzeug, wo da so diese 300 Passagiere reinkommen und der war leer. Nur für euch? Da waren nur wir drin, ne? Wir drin und VIP. So, ich glaube, 15 diese SEK-Beamte, maskiert noch, immer noch. Ja. Mit so einem Psychologen auch noch, der dann zu jedem Mal kommt und sagt, ja, geht es Ihnen gut? Ja. Yeah. Ist alles okay? Reden Sie nicht. Ja, ja, alles gut. Wurden Sie geschlagen? Wurden Sie verletzt? Und so, weißt du, solche Sachen. Ich sag, nein, alles gut. Und so war dann der Flug. Ich saß dann irgendwo, ich kann mich noch erinnern, ich saß irgendwie in der Mitte, genau. Der Jiva war, ich weiß nicht, wie viele Sitze vor mir. Ja. Und der andere, der war auch noch irgendwo hinten. Also wir waren so verteilt. Jeder hatte so seine Zone. Dass wir nicht miteinander irgendwie kommunizieren oder sonst was. Ja, dann sind wir in Frankfurt gelandet, Bruder. Und da wurden wir dann irgendwie verteilt so. Ich habe da gehört, boah, nein, du gehst nach Stammheim. Boah, du bist geliefert. Boah, Bruder, schlimmste Knast. Was nochmal? So irgendwie, unsere Anwälte kamen dann und der Anwalt hat dann mit jedem gesprochen. Und dann hieß es auf jeden Fall, Sami kommt nach Stammheim. So, ne? Du? Ja, ja. Mhm. Der Khatar kommt, ich weiß nicht wo, und der andere kommt dahin. Und der andere sitzt schon irgendwo. Stimmt, ihr habt ja den Fall in Nürnberg gemacht und daher wurdet ihr auch unten verurteilt. Genau. Und dann geht ihr auch da in die Untersuchungshaft, in der Nähe. Ganz genau.
Und dann haben die erzählt, von, dass ich nach Stammheim gehe und so. Stammheim soll ja voll krass, krass, das ist der schlimmste Knast in Deutschland. Bruder, ich bin da angekommen. Aber nicht so schlimm wie in Irak. Das war für mich 5 Sterne Hayat, Bruder. Ja. Ich komme da rein, ich habe mein Kopfkissen, Bruder. Ich habe meine Decke, mein Bett. Hayat, Bruder, 5 Sterne Hotel. Ja. Ich habe da gechillt, Bruder. Und die sagen, das ist voll, voll schlimm, dieser Knast hier und so. Bruder, das war für mich wirklich... Aber ich komme gerade aus Bagdad. Ja, deswegen. Ja. Bruder, 3 Monate ist das so, einfach Rücken an Rücken. Der eine stinkt noch voll nach Scheiße, Bruder. Oh. Und dann wollen die mir was erzählen von Stammheim. Ist krass und schlimm. Bruder, Hayat, Bruder. Okay, du kannst nach Stammheim. Stammheim, ja, Bruder. Ihr wurdet verteilt. Ja. Jeder kriegt seine eigene JVA, seine eigene Zelle diesmal. Genau. Nicht mit 45 Mann in, auf ein paar Quadratmeter. Genau. Wie lange wart ihr in Untersuchungshaft hier in Deutschland? Untersuchungshaft waren wir 25 Monate. 25 Monate? Ja. Aber nach 6 Monaten musst du schon die Anklage kommen. Nein, nein, Bruder, wir waren über 2 Jahre da drin. Ja. 2 Jahre hat die Verhandlung auch gedauert. Ich glaube, das waren 85 Verhandlungstage. Ja. 85 oder 86 Verhandlungstage, die ging dann halt über 2 Jahre. Und dann nach 2 Jahren wurden die verurteilt. Weil wir es aber dann auch, Bruder, wir haben, es ging einfach nicht mehr so, ne? Wir haben gestanden, haben gesagt, ja, okay, Khalas ist gut. Habt ihr ein Geständnis gemacht? Ja, ja, wir haben dann alle gestanden. Einlassung gemacht, okay. Ja. Wie waren die Haftstrafen? Die Haftstrafen bei dir 6 Jahre? Ich war der Einzige, der 7 bekommen hat. Ja, warum hast du am meisten bekommen? Ich habe am wenigsten bekommen. Du hast am wenigsten bekommen? Am wenigsten bekommen. Die anderen haben, einer hat, ich glaube, 7,5 und Khatar hat 8 bekommen. Hat er 8 bekommen. Der hat die meisten Strafen bekommen. Der war der Kopf der Bande. Ja. Ja, sagen die, ne? Ja, ja. Die haben ja im Endeffekt ihren eigenen Film gemacht, so, ne? Der was gemacht hat. Bruder, meine Position in den Akten steht gar nicht, dass ich das gemacht habe, was ich dir sogar gerade gesagt habe. Ja, ja, ja. Ist ein bisschen anders gewesen. Aber ja, so, die haben dann uns so verurteilt. Und dann wurden wir halt, wie du kennst, verteilt. Der eine ist dann nach... Nach dem Urteil seid ihr dann wieder nach NRW zurück. Genau. Ne? Ja. Da hast du ja wieder dann Rechter drauf. Heimatnah. Ja. Fertig, Bruder? Fast fertig. Das sieht schon wirklich sehr gut aus. Ich gucke jetzt nur mal, dass die letzte Flüssigkeit oder der letzte Dampf so hochkommt. Warte, ich nehme den Teller ab. So, der Tristan kann schon mal drunter blicken. Heiß. Habibi Shamsuddin, was hast du aus dieser ganzen Sache, ja, was... nicht korrekt ist, ja, daraus mitnehmen können. Bruder, ganz ehrlich, eigentlich nur, wirklich nur Leid und Schmerz, ja? Leid und Schmerz? Ja, ehrlich, Bruder. Ich habe wirklich, muss ich sagen, extrem daran gelitten. Allein, Bruder, dass meine Mutter geweint hat, ne? Meine Mutter hat ja viel mehr auch darunter gelitten. Du bist ja einfach in dem Moment irgendwo auch ein bisschen egoistisch, weil man irgendwie gar nicht an der Familie denkt, ne? Hast du auch Geschwister? Ja, Bruder. Ich habe 4 Brüder. Bist du der Älteste? Nein, nein, der Mittlere, kann man sagen. Ja, also ich habe noch einen jüngeren Bruder. Und ja, Bruder, das war das Schlimmste halt so, ne? Wenn man weiß, zu Hause, Mama ist da und deine Brüder, die leiden, die weinen. Okay. War schon, das war du hast schon deine schlimm, Haftstrafe verbüßt. Ja. Ja, man darf dich jetzt nicht nochmal dafür verurteilen. Ja, du hast deine Strafe verbüßt. Jetzt, was sind deine Pläne fürs Leben? Seit wann bist du draußen übrigens? Bruder, jetzt auch, seit 4 Jahren fast. Ja, 4, 5 Jahre? 3, 4, 5 Jahre. 5 Jahre. 5 Jahre, seit 5 Jahren bist du drauf, ja? Seit 2015, jetzt sogar, da haben wir 21. Ja, wir sind Anfang 21, 5, 6 Jahre. Genau. Bist du raus. Ja. Was hast du bis dahin gemacht? Jetzt, Bruder, nur noch Musik. Nur noch Musik. Ich gebe jetzt einfach wirklich, Bruder, mein Problem war damals, ich habe irgendwie, das ist, glaube ich, von uns allen irgendwie so der Fehler, dass wir immer 100% an diese scheiß ekelhaften kriminellen Sachen geben. Bruder, wir geben 100% rein und wir sind auch gut darin. Ich schwöre, ich küsse dein Herz weiter. Wir sind gut darin. Aber gib doch mal diese 100% an was Gutes, an legale Sachen. In positive Sachen. In positive Sachen. Ey, ob das ein Schreibtischarbeit ist oder als, was weiß ich was, Hotelfachmann. Mhm. Gib doch da mal die 100% und du wirst sehen, Bruder, wie weit du kommen kannst. Ich weiß. Aber ich fühle mich gerade voll getriggert, ich fühle das gerade richtig. Ich habe auch jahrelang meines Lebens... Ja. Das ganze Talent, diese ganze Energie, die in mir steckt, die jeder von euch auch drin hat, wirklich nur in negative Sachen reingesteckt. Genau, das war das Problem. Ja, wirklich nur negativ. Ja. Und dann dementsprechend, weil wir diese gute Energie in uns haben, werden wir auch erfolgreich in Anführungsstriche in dem, was wir machen. Mhm. Ja, jetzt in der Verbrecherwelt, in der Milieuwelt werden wir genauso erfolgreich. Genau. Aber du hast es gerade so schön gesagt, so
Man soll diese Kraft und diese Energie in positive Dinge genau, stecken. Ja. Und da wird man auch genauso erfolgreich. Vielleicht mit ein bisschen Geduld. Der Weg ist zwar ein bisschen steiniger. Genau. Ja, und regelkonformer. Dann geht das alles halt nicht so schnell. Da genau. muss man da Geduld mitbringen. Genau, aber es funktioniert. Aber es zahlt sich aus dann. Wie gesagt, Geduld, Bruder, nice. Ist der Weg zum nice. Erfolg. Inshallah, ja, ja, Bruder. Ja. Sehr schön. Ich würde vorschlagen, lass mich das einmal. Jetzt kommt diese Maklube, dieses Umgekippte. Okay. Deswegen heißt das Gericht auch so. Und dann können wir einmal drauf zukommen. Oder komm, hauen wir jetzt. Ja. Wir haben doch ganz wichtig vergessen, ich küsse doch euer Herz. Klassische Fragen bei Beast Kitchen. Tust du zu Hause kochen oder draußen essen? Ganz ehrlich, zu Hause kochen. Ja? Ja. Okay, was Bruder, ist deine... ich kann leider nicht sowas machen, was du gerade machst. Wenn ich das machen könnte, ich wäre nur zu Hause geblieben am Kochen. Okay, sehr gut. Aber jetzt hast du gesehen, das geht ja wirklich voll easy. Ich hab's gelernt, wirklich. Ich hab's mir auch gemerkt. Jetzt. Ja, ich glaube, ich mach das direkt mal. Inshallah. Und aber ansonsten... Was ist, zu Hause. Was ist dein Lieblingsgericht? Bruder, ich mach leider die Standardsachen, so Nudeln und sowas. Ne? Dein Lieblingsgericht, nicht was du machst. Was tust du oder schämst du den gerne am liebsten essen? Lieblingsgericht habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja? Ich esse so echt... alles, was denn? Okay. Irgendein Leibgericht wirst du ja wohl haben. Ich esse, ja, echt so liebend gern. Das ist, kann man schon sagen, dass mein Lieblingsgericht so, Makaroni, also Spaghetti mit Pasta. Mit Scampis, Bruder. Geile Pasta, einfach geile Pasta. Aioli, ein bisschen Krabben, ein bisschen Peperoni. Genau. Von der Seite Knoblauch. Ja, genau. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Okay, Habib, deine letzte Single, die du rausgehauen hast, ist die mit Khatas, The Riff. Genau, richtig. Richtig, ja. Genau. Und dein Album erscheint wann? Am 26.02. Wie heißt das? Meine Narben. Deine Narben? Ja, genau. Wow. Du hast auch einige Narben, ne? Haben wir gerade gehört. Ein paar Stück, ja. Und da wird das Thema angeschnitten. Genau, wieso ist da kommen halt so auch persönliche Sachen. Mhm. Und deswegen auch meine Narben. Okay, da bin ich mal gespannt. Da habe ich. Und ihr Leute auch, checkt mal bitte unbedingt ab, dieses Album von Sammy, von AON, mit Onkel Khatar und woher die Narben gekommen sind. Genau. Und was für eine Geschichte die tragen. Genau. Ich bin sehr gespannt. So, und jetzt können wir jetzt auch zu dem Hauptgast oder zu dem Hauptakteur hier kommen. Jetzt kommt das Maklube her. Jetzt kommt die Maklube, genau. So, Bismillah. Das ist jetzt der Clou, nämlich an der Sache. 2, 1. Bismillah. Ist der da? Und wenn wir richtig gekocht haben, muss das gerade stehen und schön aussehen. Warte ich. Also, Leute, das ist meine erste Maklube. Bitte verzeiht es mir. Boah, das sieht doch fantastisch aus. Ja, hier ist klebt noch die Hälfte. Eigentlich sollte das wirklich sehr schön aussehen. Ey, das kann mir passieren, das kann euch passieren, das darf auch dem besten Koch passieren. Bei mir ist das jetzt nicht ganz geglückt, ja, ist ein kleiner Fehl, aber ich mache jetzt noch einmal hier so ein bisschen Deko drüber. So ein Mist aber auch. Bruder, ich find's super. Ich schwör's dir. Nein, Mann. Köstlich. Nein, Mann. Das hätte leider mit runtergemusst. Aber leider kleben die Möhren hier dran. Ne? So. Aber woran liegt das jetzt, Bruder? Die Hitze war zu hoch. Ja, ne? Die Hitze war zu hoch, dann haben die direkt angebrannt. Wir hätten das, die Flamme noch niedriger stellen. Und wenn ihr das zu Hause ausprobiert, wie gesagt, wenn ihr das Ganze geschichtet habt und das Ganze auf dem Herd stellt, bitte ganz niedrige Flamme und lasst das auch ruhig 5 Minuten länger kochen, aber wirklich bei niedriger Flamme. Aber so im Großen und Ganzen sieht das okay aus. Was denkst du? Auf jeden Fall. Ja, okay. Yalla. Verzeiht es mir, Leute. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare reinklären, was ihr dazu denkt oder was ihr davon haltet. Aber komm, wichtig ist, dass er schmecken soll oder muss. Ja. Du willst noch mal eine Story machen. So, naja, ein Foto habe ich gemacht. Ja? Ja, oder? Sehr gut. So. Was jetzt? Probieren? Bismillah und rein damit. Yalla. Bismillahirrahmanirrahim. Bruder. Wolle ist super. Mhm. Bisschen Salz fehlt. Und es ist nicht die schönste Maklube. Ich finde es gut, Bruder. Herrlich, mashallah. Also schmeckt sehr gut, aber es ist nicht die schönste. So Leute, wir werden jetzt das Ganze schön gemütlich wegsnacken. Ja? Oh ja. Und mich freut es, dass ihr wieder mal zugeschaut habt. Über ein kostenloses Abo und Kommentar würden wir uns freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Beast Kitchen. Tschüss.